Ja, da sind wir wieder. Heute erreichte mich eine kleine Ü-Post und zwar von der lieben Persephone. Ihren Instagram-Account verlinke ich euch wieder in die Infobox. Schaut mal hier, den Briefumschlag, da hat sie so ein kleines Vögelchen aufgeklebt. Ist das nicht niedlich? Das hat so einen kleinen Briefumschlag mit einem Herz drauf. Richtig süß. Ja, also ich wusste von dieser Post, oder ich wusste von dieser Post bis jetzt nichts. Ich weiß nicht, was da drin ist oder sonst irgendwie. Ich habe es lediglich schon aufgeschnitten, aber auch noch nicht reingeluschert. Das wollte ich dann mit euch zusammen machen. Ja, ich hoffe, mit dem Licht geht das irgendwie so einigermaßen. Es ist ziemlich dunkel. Wir sind auch gerade mitten am Renovieren wieder und alles wieder stressig. Da kommt sowas genau richtig. So, aber dann luschern wir jetzt mal rein. Was ist denn das Schickes drin? Oh, ich ziehe das mal komplett raus. Ich glaube, ich erahne schon etwas. Oh, wie süß! Ja, ich erahne schon etwas. Ich drehe das mal um, damit ihr das noch nicht seht. Dann haben wir hier einmal die Post. Richtig schön geschrieben hier. Post für dich. Wir wühlen da unten jetzt um. Hallo? Bella. Das ist Bella. Und dann hat sie hier die Ränder noch so schön bemalt, richtig niedlich. Das ist auch mal eine richtig klasse Idee. Das ist richtig schön. Dann lusche ich mal beiseite und guck mal, was da Schickes drin steht. Das ist ein Brief, Schatzeli. So, dann gucken wir mal. Oh Gott, richtig süß. Ich lese einmal kurz. Ach, Bella. Ich denke, das kann ich vorlesen. So, erstmal guckt mal. Richtig niedlich mit dem Flamingo und den Schwimmring hier. Und die Schrift finde ich so toll. Ich möchte auch so schreiben können. Meins sieht immer eher so ein bisschen krakelig aus. Ja, da hat sie ein Herz gemacht, ne? Da steht, liebe Jennifer, ich will dir mal einfach so eine kleine Überraschungspost zuschicken. Ich hoffe, es gefallen dir die Sachen. Du magst ja Kawaii, Einhörner etc. Es sind selbst gebastelte Card-Candies, wie ihr da schon so ein bisschen erahnen könnt. Es sind selbst gebastelte Card-Candies. Ich bin gerade meine ganzen Bastelsachen zu verbrauchen, da ich echt viel habe und das muss alles weg, um neues bald zu kaufen. Ja, das ist ja immer klar, ne? Man muss ja das Alte verbrauchen, um neues zu holen. Das klappt bei mir nicht immer so, aber meine Kids helfen mir ja dabei. Alles Liebe, deine Persephone. PS, es ist zu warm. Ich gehe kaputt. 37 Grad bei uns. Ja, du hier auch. Also mir läuft die Suppe den Rücken runter. Also das ist Katastrophe. Denn jetzt, wie gesagt, noch das Renovieren und oh nee, ich gehe auch kaputt. Ich krieche schon über dem Fußboden, ne? Ganz liebe Worte, ich bin gespannt. Erstmal schon mal tausend Dank. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und dann luschern wir jetzt mal. Süß. Guckt mal, die Alpaka-Lamas. Lama-Alpakas. Ich weiß ja immer nie, was das ist. Lama. Lama, meinst du, es ist ein Lama? Ich werde das nie verstehen. Wenn sie nebeneinander stehen, dann kann ich sie immer auseinanderhalten, aber so. Ah, guck mal, wie süß hier mit den Steinchen. Richtig cool. Wie der da so sitzt mit den Koffern. Ich glaube, die Sticker habe ich auch, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann hier, ne? Muss ich ja nichts sagen. Kakteen. Oh, richtig cool, richtig schön. Die sind richtig hübsch. Dankeschön. Die sind richtig cool. Ich liebe ja Card Candies. So, dann nochmal. Ups. So, ich möchte ja auch so einen Stempel. Habe ich ja schon tausendmal gesagt, ne? Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Oh nein, wie süß. Surprise steht überall drauf. Und dann hier, Dicke mit dem Kaffeebecher. Das ist ja so meins, ne? Kaffeebecher. Oh, cool. Und das Papier ist so schön. Ist das das vom Teddy-Block? Das sieht so aus, ne? Ich weiß es nicht. Aber die Einhörner, wie der da so guckt. Richtig niedlich. Was machst du denn? Kann man das lösen? Ja, meinst du, der hat seinen Kaffee noch nicht bekommen, ne? Und dann hier mit diesen Drops. Ich weiß gar nicht, sind das auch diese Nuvo-Drops? Ich habe da gar keine Ahnung. Ich habe zwar auch welche, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das Nuvo-Drops sind oder nicht Nuvo-Drops oder irgendwelche anderen Drops.
Richtig cool, auch mit den Schattierungen, richtig schön gemacht. Ich übe da ja immer noch so ein bisschen. Jetzt kommt mein Sohn gerade, kleinen Augenblick. So, da bin ich wieder. Es tut mir leid, falls es im Hintergrund so ein bisschen bollern sollte. Aber wie gesagt, wir verlegen jetzt gerade den Boden. So, was haben wir denn hier? Brumm. Oh nein, Schon wieder. ja, das stimmt, das sind die gleichen, ne? Nee, nicht die gleichen. Aber ich denke mal, die sind von diesem Stempelset. Aber die winken alle. Und da steht auch Surprise. Und dann mit hier, mit dem Herz. Was ist da? Da ist nur so. Hier ist dann noch das Herz. Und guck mal hier. Ob das die sind, die wir ihr geschickt haben, die Sticker? Bestimmt, ne? Nein. Meinst du nicht? Aber wir hatten ihr ja auch solche Sticker geschickt. Bin ich zumindest jetzt der Meinung. Auch richtig süß. Ich auch wieder von dunkel in Zelle, richtig cool. Ich übe da ja, wie gesagt, noch mit dem Farbverlauf. Ich habe das ja noch nicht so ganz drauf. Noch richtig niedlich. Und die sind echt süß. Die sind echt süß. Und die gefallen mir bis jetzt am besten. Sind das? So kleine Häschen sind das. Und hier diese Halbperlen. Und dann steht hier überall für dich. Und diese Blümchen, das sind ja diese Pailletten. Und hier, das ist, ich weiß gar nicht, ob das ein Block ist oder ob du das ausgestanzt hast. Hier, das sieht aus wie so ein abgerissener Notizzettel. Da, jetzt könnt ihr das so ein bisschen sehen. Hier. Richtig cool. Auch das Papier ist cool. Richtig hübsch. Die sind so niedlich. So süß. Oder was sagst du? Süß. Süß, ne? Die sind richtig süß. Dankeschön. Oh Gott, die sind alle so toll. Und der letzte. Brrm. Guck mal, noch mehr Häschen. Schon wieder, das sind die Ja. gleichen. Nein, sind gar nicht. Guck mal. Da sind ganz andere Farben. Ja, doch, gucke. Ja, weil hier ist. Nein, guck den Hintergrund. Guck, und der hier hat eine große Blume. Und das hier ist grün. Oh, süß. Oh nein, die sind so niedlich. Wie cool. Oh, die sind echt süß. Persephone, die sind so niedlich. Damit hast du mich echt überrascht. Also damit, ich habe, ja, mit sowas rechnet man ja gar nicht, ne? Also du hast mir ja nichts gesagt. Du hast ja geschwiegen wie ein Grab. Und die sind so toll, so niedlich. Und oh, ich weiß gar nicht, welcher mir am besten gefällt. Also die Häschen. Aber hier sind auch die Kakteen und oh, Einhörner und ich weiß nicht, sind alle toll. Die sind mega schön. Ich danke dir tausendmal. Die sind so niedlich. Kannst du mir immer wieder sagen, oh, jetzt verschwinde. Entschuldigung, meine Stimme. Ich kann es mir mal wieder sagen. Die sind so niedlich. Ich danke dir vielmals. Du hast mir damit echt eine Freude gemacht und den Tag gerettet, denn der ist heute sowas von Banane gewesen. Wände streichen, Fußboden verlegen. Ich habe keinen Nerv mehr. Mir brummt der Schädel. Also, die sind echt toll. Die werde ich jetzt gleich noch meinem Männe zeigen. Dann wird er auch wieder sagen: Ah, oh, noch mehr? Wann kriege ich denn mal was? Und nü, 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 nü. Der ist ja immer schon so neidisch. Meine Liebe, ich danke dir tausendmal. Damit hast du mir echt eine Freude gemacht. Ja, an alle anderen, wie gesagt, ich verlinke ihren Instagram-Account in die Infobox. Schaut mal bei ihr vorbei. Ihr seht ja, was für tolle Sachen sie macht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Dir Persephone auch noch. Und ja, ich hoffe, euch haben die Sachen auch gefallen. Und danke fürs Reinschauen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.